heute wollte ich euch, oder beziehungsweise ich hatte vor, ein Unboxing-Video zu machen, nämlich von der Glossybox. Es ist jetzt schon mein fünfter Versuch, ein Video dazu zu drehen. Irgendwie funktioniert es nicht. Entweder stört irgendjemand oder es hat vorhin auch alles erste, was ich gemacht habe, irgendwie ging es nicht hochladen und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es jetzt nochmal. Deswegen habe ich leider das schon aufgemacht und weiß auch schon, was da drinnen ist. Aber ich wollte euch trotzdem zeigen, was in meiner Box so drin war und euch schon einen kleinen Eindruck, wie sag mal, nicht Review, aber meine Meinung dazu geben, was ich vom ersten Eindruck so von den Produkten so halte. Und da fangen wir an mit einmal mit Nagellack und zwar von Tease, Trendy Cosmetics. Die Umpackung ist schon mal richtig süß. Die erinnert mich an irgendwie an Ed Hardy, diese Mode. Label. Ich fand die nicht schön, aber okay. Aber er erinnert mich irgendwie daran. Das heißt, also der Nagellack heißt Head Over Heels Nail Lacquer in der Farbe Atomic Dragonfly. Ob ihr es lesen könnt. Und das ist ein richtig schönes Nachtblau. Ihr werdet es, glaube ich, wieder mal nicht sehen können, weil es ist jetzt schon voll dunkel und ich habe nur dieses Zimmerlicht und ja, ich filme mit meinem Handy, weil mit dem etwas schönes Nachtblau, weil meine Webcam auf dem Laptop, das war Schrott. Und da habe ich gesagt, ich versuche es jetzt mit dem Handy, vielleicht ist von der Bildqualität besser, aber jetzt die Lichtqualität ist jetzt gerade nicht gerade die beste, aber ich konnte jetzt halt anders nicht anders machen. Und nächstes Mal versuche ich es zu einer früheren Uhrzeit irgendwie, dass ich ein Video drehe. Auch die Verpackung ist süß. Ja, gefällt mir ganz gut und ich freue mich, ihn auch schon ausprobieren zu dürfen. Ich glaube, der wird mir aber ganz gut gefallen. Der kostet. Wie viel kostest du? 13 Euro. Dann haben wir einen Rouge oder Blush, einen Colorlux Powder Blush von Nikaka New York. Da hier Nikaka New York. In der Farbe Romantic NY 065. Aber jetzt so, wenn ich so halte, die Farbe, wenn ich sehen könnt, das ist so eine komische Farbe. Was ist denn das? Warum ist denn unten? Ja, das machen wir jetzt einmal ab. Vielleicht sieht man es besser, wenn ich das hier wegmache. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieso. Weil das hier so. Oh, okay, gut. So sieht man jetzt die Farbe. Oh, da muss man echt aufpassen. Deswegen. Okay, gut. Ich habe aber hier einen Swatch gemacht. Also ich habe. Ach ja. Hat auch so eine Puderquaste, wo so ein Löchle ist und da halt Puder rauskommt. Ein Blush oder Rouge in der Form hatte ich noch nicht bisher. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie ich mit dem zurechtkommen werde. Aber der gibt gut Farbe ab. Also wenn man da nicht aufpasst, dann kann man sich leicht overblushen. Für mich ist die Farbe ein Pink mit leichten Pfirsicheinschlag. Ja, hat so ein bisschen Pfirsich mit drinnen, finde ich. Obwohl ich grottenschlecht in Farbe erklären bin. Aber das wäre jetzt für mich, also so würde ich es jetzt erklären. So empfinde ich das. Ich glaube, wenn man es gut gescheit aufträgt, ohne dass man es sich overblusht, gibt diese Farbe oder dieser Blush eine schöne natürliche Frische. Und das gefällt mir ganz gut. Und jetzt schauen wir mal, ob ich es auch benutzen kann. Also von der Art des Auftrags. Der Blush kostet 8,95. Und dann haben wir von Kryolan vor Glossybox. Kryolan vor Glossybox. Den Highlighter Kaschmir.
Der hier. Auch süße Verpackung, finde ich. Also ist richtig wirklich, ja, so elegant, finde ich, so sehr, so chic. Da hier der Highlighter, die Creme. Das habe ich schon tausendmal neu getatscht wegen dem. Aber irgendwie da so. Und da hier habe ich es. Ich weiß nicht, ob es immer noch. Naja, es geht so. Es ist schön zum Auftragen. Also es ist nicht pappig. Es ist schön festcremig, aber nicht pappig. Und es gibt echt einen wunderschönen, natürlichen Glanz im Gesicht, Glowing-Gesicht. Highlightet schön. Es ist nicht so. Es hat auch nicht diese ekligen. Ich mag es nicht, wenn es eigentlich so Glitzerpartikel sind. Also so richtige Glitzerpartikel mag ich einfach. Das finde ich nicht schön. Obwohl, es gibt, bei welchen Leuten steht es wirklich richtig gut und es kommt richtig gut raus. Aber bei mir, nee, mag ich nicht. Mag ich wirklich. Und so eins ist richtig perfekt und der ist richtig schön und gefällt mir auch von der Farbe her und passt, glaube ich, auch zu meinem Hauttyp, also zu meinem Farbtyp. Wie sagt man? Zu meinem Hautton. Und ja, doch, gefällt mir ganz gut. Der kostet 14,50 €. Dann haben wir, das ist das einzige Produkt, was mir nicht so gefallen hat, weil ich es einfach nicht benutze, von Goodwill, ein Brilliant Styling Mousse. Die, ich sag mal, mit Halten Nummer 3. Ja, ein Styling Mousse halt, ne? Für die Haare. Gloss Style. Glamour Whip. Ich benutze was nicht. Und bei mir macht sowas nur die Haare kaputt. Empfinde ich so. Von daher benutze ich das nicht. Aber es findet sich bestimmt jemand, der das benutzen wird oder möchte. Und es hat, also das Originalprodukt kostet 17,35 €, sind 300 Milliliter und hier haben wir 50, ups, 50 Milliliter. Und zum Schluss, oder fast zum Schluss, haben wir hier von Lollipops Paris einen Eyeliner. Hier Lollipops. In der Farbe. Was heißt Eyeliner? Long Lasting Eye Pencil. In der Farbe 701 Goodbye Moon. Das ist schwarz. Und den kann man hier unten so aufdrehen. Hier sieht man das. So. Und da hier ist er. Lässt sich schön auftragen. Ist sehr cremig. Lässt sich auch, doch, wenn man jetzt, glaube ich, ein bisschen verblenden. Aber ob das dann auch richtig, na doch. Wasserfest glaube ich nicht, dass er ist. Ich habe das Gefühl, der ist nicht wasserfest. Also der wird. Ich trage auch keinen schwarzen Eye-Pencil. Also oder Eyeliner. Doch, Eyeliner schon. Also so zum Wing hier. Aber unter die Wasserlinie oder so selten. Oder auf der Wasserlinie selten. Aber ich glaube trotzdem, dass ich da eine Verwendung. Ich werde es irgendwie schon benutzen können. Sicherlich. Ich finde die Verpackung aber süß. Also der Stift an sich ist voll putzig. Originalprodukt kostet 14 €, sind 14 cm drinnen. 14 cm der Ups. Der Stift, jetzt ist er mir runtergefallen. Oder die Mine an sich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und als Goodie gab es noch von Boss, Hugo Boss. Mavi, den habe ich auch leicht aufgetragen. Riecht gut, aber ist nicht meins. Es riecht echt gut. An anderen Leuten würde ich sagen, wow, das riecht voll toll. Aber ich weiß nicht, ist nicht meins. Ja, vielleicht für abends. Aber da habe ich meine Lieblinge, da habe ich meine Parfums, die ich gerne, da würde ich die bevorzugen, anstatt den hier. Und ich glaube, ich werde ihn nicht benutzen oder ich werde keine Verwendung dafür finden. Deswegen werde ich es verschenken und da wird sich bestimmt einer darüber freuen. Ja, das wär's von der Glossy Box. Die hat mir sehr gut gefallen. Richtig geile Samsche, also ein Nagellack, ein Blush, ein Highlighter. Was für die Augen,
Was für die Haare? Kein Cre Ich fand es gut, dass heute keine Creme dabei war. Oder Shampoo. Oder okay, der Schaum hätte auch nicht sein müssen. Aber ist auch noch in Ordnung. Parfüm auch gut. Das ist halt alles so, was man eigentlich benutzt, um dann mal auszugehen. Zum Essen oder auf eine Party. Also doch, das hat mir ganz gut gefallen. Also habt ihr richtig gut gemacht, Glossy Box. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dass es ein bisschen informativ für euch war. Und ja, man sieht sich das nächste Mal. Tschüss.